Schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Oh, ich muss schnell noch die Uhr anmachen, bevor es losgeht. So. Aua, mein Auge. Also mit den Dingen kann ich immer noch schießen, okay? Schön, dass ich so einen Roboter noch habe, der für mich schießt. Ich kann die lauter Sachen einsammeln. Was habe ich da jetzt? Was habe ich denn da jetzt gemacht? Ja. Was ist das? Warnung! Ach so. Okay, da wenn es weiter nichts ist außer Warnung. Wie jetzt? Nein! Wer hätte denn da flüchten sollen, ey? Und so wurde die Erde zu einem Paradies für Maschinen. Schon wieder. Ich hoffe, diesmal hat es gespeichert. Ansonsten muss ich doch tatsächlich auf normal spielen, ey. Das wäre mies. So tief wollte ich nämlich dann eigentlich doch nicht. Ja, wir sind wieder hier. Sehr schön. Nein. Spiele das Spiel, um herauszufinden, wie man speichert. Na super. Hat das überhaupt eine Speicherdatei? Da krieg ich doch einen zu viel. Okay, wir sehen uns später wieder. Auf ein neues. Mal gucken, ob ich das mal hinkriege. Keine Ahnung, wie ich da flüchten soll. Ah, ich bin schon tot, geil. Alles klar, ich glaube, ich werde es auf Mittel spielen müssen. So ein Scheiß. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns ab hier wieder auf Mittel. Ja, bis gleich. Scheiße. Und auf ein neues. Auf Mittel jetzt, also auf normal. Mal gucken, wie weit wir das noch kommen. Ich bin
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wie man da ausweicht. Irgendwas lade ich nun hier gerade runter. Dieser Scheißbrocken. Super, war ja auch auf Mittel. Aber das Spiel leckt ganz schön hier. Chanto shinda no kakunin shinai to abenai desu yo. To be san desu ne. Boku wa 9S desu. Anata no sapoto o suru youni shirei o ukete imasu. Yokai. この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う。単なる防衛装置みたい。じゃあ、目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから、外から見て回ります。わかった。私は内部を中心に調べてみる。OK。Habe ich die Schaufel nicht alle kaputt gemacht? Und werde die ganzen Roboter erbaut und erschaffen? Achso. Ach ja, das Lustige war eben, bevor ich hier wieder auf Mittel nochmal neu angefangen hatte, stand da, sie können die Schwierigkeitsgrad auch während des Spiels ändern. Da habe ich mir gedacht, toll, super, wie denn? Ich konnte noch nicht mal ins Pause-Menü. Ja, jetzt geht's. Geil. Systemmenü. Im Systemmenü kannst du die Informationen einsehen, deine Ausrüstung wechseln und die Systemeinstellung ändern. Die Tutorials, die in diesem Menü angezeigt werden können, jetzt halt im Datentab des Systemmenüs unter Tutorial angesehen werden. Du kannst jetzt nicht speichern. Gut, ich würde sagen, wir spielen jetzt so lange auf normal, bis wir speichern können. Und dann stellen wir es wieder hoch auf schwer. Ich nehme an, es dauert nicht mehr allzu lang. Was sammle ich da überhaupt ein? Kupfererz erhalten. Okay. Ich würde sagen, später kriegen wir das irgendwann mal irgendwie erklärt, was wir damit machen können. Ich weiß da gar nicht, ob es überhaupt irgendetwas zum Einsammeln gibt.
Wie heile ich mich? Mit was heile ich mich? Ich habe gar keinen Plan hier in dem Spiel. Wir laufen hier einfach mal durch und machen sammeln irgendwas ein. Zum Beispiel defekter Schlüssel erhalten. Hier liegt zum Beispiel auch nochmal was. Kupfererz. Ich meine, für irgendetwas wird es ja wohl gut sein. Also von daher sollten wir das schon mal alles sammeln. Nani heißt, was gibt's denn? Oder sowas. Nani. Wie süß. Was eine Sprache. Da dann, ne? Okay, jetzt wird so gespielt. Okay. Jetzt komme ich nur wieder. Ah, nee, doch nicht. Also hier gibt es doch kleine Erholung halt. Gibt es also doch ein paar Sachen zu finden. Und sowas wie eine kleine Abkürzung. Mal wohl rein. Cool. Erstmal ein bisschen einsammeln. Bitte. Ist noch einer. Fabrik auf mehr Orte, die Einheit der Golia-Klasse. Mhm. So, da lang, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier komme ich nicht hin. Tobi-san, ich bin glücklich. Was? Wir Scanner-Typen sind die Hauptsache der Vorbereitung der Vorbereitung. Deshalb ist es mit jemandem zusammen zu handeln. Das ist schön. Gefühle zu haben ist verboten. Entschuldigung. Und ich muss nicht mit 3 sein. Was? 私の名前に継承は必要ない。わかりました。To be。
Okay. Emotionen sind verboten. Was sind wir eigentlich? Sind wir noch Menschen oder sind wir Roboter oder sowas? Kupfererz. Mit der Zielerfassung ist natürlich sehr praktisch, gerade für die Fliegenden hier. Interessante Spielweise hier. Jetzt hier. Achso, wieder hier unten, wo ich vorhin auch war, oder was? Tatsächlich. Okay, da ist sie. ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。ダメなのは、私もディスファブ作ったして。 Wieder eine andere Perspektive. Okay. Kann ich mein Leben auffüllen? Schnell speichern geht wie immer noch. Also
aus der Perspektive schießt es nicht leicht. Mein Leben wird nicht mehr, wenn ich das hier alles einsammle. Erinnert sich die Kamera auch noch? Irgendwann? Irgendwie? Naja, wir werden es im nächsten Teil erfahren. Wir sind hier fertig. Wir sind bei 20 Minuten angekommen. Sogar etwas mehr. Und ja, wir spielen jetzt leider mal auf Mittel, weil auf Schwer irgendwie kam ich nicht so weit, ständig von vorne anzufangen, weil wir noch kein einziges Mal irgendwo mal speichern konnten. Ist einfach nervig und darauf habe ich keine Lust. Und ich hoffe, wir sterben jetzt auch nicht irgendwann, weil das dürfte ja wieder heißen, wir dürften wieder von ganz von vorne anfangen. Dabei haben wir jetzt schon so viel hier gemacht. Ein komisches Spiel. An sich klasse gemacht, aber von wegen ständig wieder von vorne anfangen ist komisch, weil wir jetzt schon auf normalen spielen. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn es weitergeht und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise ein Abo, falls ihr nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder bei Nier Automata mit von Nöhe Gameplays als Hobby. Und tschüss, viel Spaß noch.